Servus oder so und willkommen zur weiteren Folge der TSG Hoffenheim Karriere. Ich, euer Blue Eyes Slayer Dragon am Start. Heute ist das große Heimspiel TSG Hoffenheim gegen Schalke 04. Gehen wir mal kurz auf die Tabelle und zu gucken, auf welchem Platz Schalke steht. Wir stehen auf Platz 2 und Schalke ist auf Platz 10. Hat sich nicht sehr viel getan zurzeit. Aber wir sind in den drei Platzierungen zwischen 3 und 4. RB Leipzig könnte vielleicht mit einem Sieg, den sie vielleicht holen, uns noch überholen oder Bayern überholen. Aber die spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Nürnberg hat es mit Bayer Leverkusen zu tun. Das ist aber noch im 2. Dezember. Aber am 1. Dezember hat es Düsseldorf gegen Mainz 05, Werder Bremen gegen Bayern München, VfB Stuttgart gegen Augsburg, Borussia Dortmund gegen SC Freiburg und wir TSG gegen Schalke 04. Das sind erst die Partien, die denn sind. Am 2. spielen Frankfurt gegen Wolfsburg. Nürnberg gegen Leverkusen. Das ist dann aber am 2. Dezember. Kurz gehen wir auf den DFB-Pokal und sehen, dass wir in der 3. Runde gegen RB Leipzig zu tun haben. Dortmund hat es mit Bochum zu tun, ist auswärts. Regensburg in Kiel. Und SC Freiburg gegen Köln. Dann noch Werder Bremen gegen Hannover 96, Frankfurt gegen Heidenheim, SC Bayern München gegen VfL Wolfsburg, Greuther Fürth gegen Schalke. So. Europäischen International Cup. Sehen wir noch mal den Sieger. Ja. Aufstiegs Playoff Finale ist noch nichts, wird erst am 10. Juni 2019 ausgetragen. Der B-Pokal haben wir gesehen. Bundesliga haben wir schon gesehen. Hier. Leverkusen und Aja Borg Beker sind eine Runde weiter. Also haben vielleicht noch ein Spiel. Gruppe B, Celtics und RB Leipzig können weiterkommen, falls Rosborg Beker und RB Salzburg nicht irgendwas noch reißen können. Also RB Salzburg glaube ich nicht so ganz. Giron-Bordeaux kommt weiter. Salvia Prag. SC Kopenhagen leider kann mit dem Sieg leider nicht weiterkommen und Trüm Sö Il hat leider sämtliche Spiele verloren und 12 Gegentore kassiert. Also sie können leider in den Spielen leider nichts mehr reißen. Fenerbahce kommt weiter. RSC Anderlecht. Es kann auch sein, dass der Dritte auf Platz 3 Portimense SC
Vielleicht durch den Sieg gegen Dinamo Zagreb vielleicht einen Sieg holt, um noch Runde weiterzukommen. Gruppe E, FC Arsenal ist schon weiter, Hoboken, aber Sporting CP könnte mit dem Sieg gegen Cracovia vielleicht noch Hoboken, also von Platz 2 verdrängen. Gruppe F, Betis Sevilla ist schon qualifiziert, AC Mailand auch, Olympiakos, CFP kann leider keine Runde mehr weiterkommen, sind raus, wie auch CD Firenze, die nur einen Sieg, aber 14 Gegentore kassiert haben. Gruppe G, FC Villarreal ist schon qualifiziert. Spartak Moskau ist auch schon qualifiziert. Aber wenn die Rangers gegen Rapid Wien gewinnen würden, mit 3 Punkten denn, dann würden die Rangers gegen Spartak Moskau weiterkommen. Gruppe H. Frankfurt hat sich schon qualifiziert. Lazio Rom steht schon mit einem Bein, aber wenn oder wie die Mannschaft da heißen soll, Gmelizlenica gewinnen würde, also wenn Ulm gewinnen würde, könnten die Lazio Rom vom Platz 2 wegkicken. Gruppe I. Besiktas ist schon qualifiziert. KRC Genk steht mit einem Bein in der nächsten Gruppe, aber nächste Phase, aber wenn Malmö FF gewinnen sollte mit 3 Punkten, könnte sie weiterkommen, wenn sie gegen Sarpsborg 08 FF gewinnen würden. Gruppe J. FC Valencia gegen Standard Lüttich könnte, wenn sie gewinnen würden gegen Sparta Prag oder gegen den vierten, die sie vielleicht spielen, gewinnen würden, würde sie mit beiden Füßen in der nächsten Runde sein, aber ein Sparta Prag gewinnen würde, dann hat Standard Lüttich leider keine Chance mehr. Gruppe K. Stade Rennes gegen Dynamo Kiew. Kiew steht zwar mit einem Fuß im Finale, in der nächsten Runde, aber wenn Kalmar gewinnen würde, 3 Punkte, wird das trotzdem nichts bringen. Und Willem II Tilburg kann auch nicht mehr gewinnen. Die haben nur 2 Punkte. Gruppe L. Spauk Saloniki steht schon mit beiden Füßen im F nächsten Runde und FC Chelsea mit auch beiden Füßen drin. Bohemian FC leider raus. Jo, FC Thun. Und das war die Qualifikation für die U Euro Europa Sch Europa League. Ja, die letzten Partien hier noch rangezeigt. Auch in Gruppe J. Ja, dafür noch heißes Kämpfchen in diesen Europa League.
Und dann werden wir sehen, wenn die Gruppen abgeschlossen sind, wer nun in der K.O.-Phase drin ist. Ja, wir stehen mit beiden Füßen schon drin, aber Manchester City auch. Wir sind gerade in unserer Gruppe drin, in Gruppe G. Ja, Madrid, AS Rom. Viktoria Pilsen könnte gewinnen, dann würde AS Rom rausfliegen. Manchester United steht schon fest, aber wenn FC Valencia gewinnen würde gegen BSC Young Boys und Juventus Turin, verlieren würde gegen Manchester United, wie die spielen. Ja, dann könnte es passieren, dass sie rausfliegen. Gruppe E nochmal, Bayern, LS Benfica. Nochmal letzte Matches. Hier nochmal angezeigt. Barcelona muss gegen Tottenham und Inter Mailand gegen PSV Eindhoven. Das ist auch harte Metal. Club Brügge gegen AS Monaco und Atletico Madrid gegen BVB Dortmund. So, und heute ist ja bei uns das Bundesligaspiel gegen Schalke und ich habe mein Team auch umgebaut. Einen neuen Spieler hier oben rechts am Mittelfeld. Wusu ist verpflichtet worden. Er wird sein Debüt feiern können. Also, ich hoffe, er wird es auch schaffen. So, Schalke ist Gast zu uns und wir sind die Heimmannschaft. Wir spielen in unserem blauen Trikot. Schalke spielt in Auswärtstrikot in den grauen. Also für mich sieht das, wenn man dahin guckt, mehr weiß als grau. Aber egal. Gestöber. Und ja, let's go. Noch eine kleine Trainingssession. Die wir machen. Ah, machen wir noch mal. Ups. Ja, ich drücke immer falsche Taste. Das war nicht so gut. Bisschen schwach machen wir noch mal. Das ist schon etwas besser. Und das war gerade nicht so gut. Ja, das ist angemessen. Hätten wir ein bisschen mehr, dann hätten wir Platz 6 erreichen können. Naja, jetzt ab in dieses Spiel TSG Hoffenheim gegen Schalke 04. Wolfsfuß, Handpush machen und meine Wenigkeit. Die Kommentatoren. Abonnieren und Glocke aktiv haben. Dann seid ihr immer dabei.
Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zu dieser Partie. Und wir sehen Sie Spieltag. Leises Riesen der Schnee. Aber es wurde uns versichert, dass der Platz wirklich gut spielbar ist. Hoffen wir auf eine spannende Partie unter einigermaßen regulären Bedingungen. Heute heißt es also Hoffenheim gegen den FC Schalke. Die Gastgeber könnten heute den Sprung an die Tabellenspitze schaffen. Dafür brauchen sie aber zunächst mal mindestens einen Punkt. Die Saison ist natürlich noch lang, aber es wäre ein erstes Zeichen in die Konkurrenz. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. Stolz im Tor. Renet, Nordkreis, Geier, Amiri, Süli, Ab, Kamasch, Huso. Jetzt kommt die Schalke, Nübel. Ein Tor. Ja, Sané, Schöpf, Rudi, Serda, Burgstaller und Ud. Am Fährmann auf der Bank. Der Schiedsrichter hat angepfiffen. Let's go. Hier von links nach rechts und Schalke von rechts nach links. Amiri. Ja, die erste Chance von Ab. Guter Schuss, der Ball geht aber zur Ecke. Dafür eine Ecke für Amiri, hat sie ausgeführt. Ja, Nordwald, die Nummer 6 sprang ordentlich weit hoch. Oder Nordwald, wie man ihn wirklich aufsprechen soll. Der Ball dann über den Kasten von Schalkes Torwart Nübel rüber. Ganz einfach konnte Stolz den Ball fangen. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Er ist eindeutig in Form. Ja, harter Zweikampf. Kamasch wird umgenietet, aber trotzdem alles in größten Maße. Einwurf für CSG. Und da kam der Ball nicht gut zu unseren Kollegen. Und da war gerade da war gerade eine Chance von der Nummer 19 von Schalke 04. Aber der Ball über den Kasten von Alexander Stolz drüber. Wir sind ja auch gerade in der Anfangsphase dieser Partie, also sollen wir es erstmal ganz ruhig angehen. Der Ball spielt dann aus.
Und Russo verliert gerade im Zweikampf den Ball. Und jetzt hat Schalke ganz schnell durch einen unheilen Versuch unseres Spielers leider den Ball ins Aus. Einwurf war es gewesen. Und nun hat Schalke den Einwurf auch eingesetzt, aber spielen ihn immer noch mit harten Pässe hin und her. Abschluss unseres Keepers. Heute wird auf SL4 eine hochkonzentrierte Leistung, sonst wird es schwer. Dem Wolf sind die beiden Teams, da können kleine Fehler schaffen. Jetzt kann ich langsam gehen. Geiger, gut gemacht, Mann. Eine gute Chance. Rausschlag. Und hier nochmal von Guido Burgstaller. Die Chance von Schalke 04. Da kommt die Ecke. Und Sané hat jetzt wieder eine Chance gehabt von Schalke 04. Wieder Abschluss unseres Keepers Alexander Stolz. Rudi steht nach oben. Kommen wir über außen, über Uth. Ja, und da ist das Tor. Ja, die Nummer 90 Buchstaller macht das Tor. Ja, hier, zack. Und über unseren Torwart drüber rein. Ja. 29. Minute Burgstaller. Das Tor für Schalke 04. Wieder Schalke. Raus. Und Rudi von Schalke. Chance, aber Ball ins Aus. Abschluss von Alexander Scholz von TSG Hoffenheim. Also wieder Ball nicht. Wieder Buchstaller. Und. Hä? Es sah aus, als würde der Ball am Tor vorbeirollen. Aber nein, er geht rein. Da kann nicht sein.
zu weit offen gelassen und schon führt Schalke gegen uns 2-0. Irgendwie brauchen wir auch mal eine zückende Chance zu ein Tor. Ja, wieso pfeift der? Das war doch ein normaler Körpereinsatz. Es war doch Körpereinsatz, ey. Wieso pfeift der? Also, ja klar, hallo, das war Körpereinsatz. Hätte ich denn den Ball wegnehmen sollen? Irgendwie hat heute Schalke mehr Anteile vom Spiel und wir immer noch keine Möglichkeit nach vorne zu kommen. Ja, und da pfeift der Schiedsrichter erstmal zur Pause. Ja, die TSG-Fans tun es mal. Also, das war von uns etwas miserabel. 8 Schüsse, davon gingen 5 aufs Tor. Und wir haben 2 Schüsse, davon nichts aufs Tor. Und Schussgenauigkeit 0%. Hallo? Was zum Hühnerschreck ist das denn für ein Quatsch, ey? Wie können wir 0 Schussgenauigkeit haben? Also das ist total... Ab in die zweite Halbzeit jetzt. Schalke kann zufrieden sein mit der bisherigen Leistung, soll aus Sicht von Königsblau natürlich auch so weitergehen. Und Schalke hat schon einen Wechsel gemacht. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln, sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Kramaric. Der Ball ist weg, gibt es jetzt einen Gegenangriff. Magut. Alles aus Rosche. Jetzt kann er bleiben. Gut abgefangen dieser Ball. Ab. Er läuft, aber geht nach oben. Uso. Marsch sieht kaum frei Kollegen. Wieder Kramasch. Wieder Uso. Latte, also Langdrager, also Kramasch wieder. Alter, wir kommen kaum zum Kasten von Schalke 04 ran. Und haben immer noch keine Torchance. Ah, spielt wieder zurück zu unserem Torhüter. Ball sitzt weg, jetzt müssen wir dranbleiben.
Oder haben wir gerade die Gefahr? Ging einfach den Ball nicht nach vorne. Einfach den Ball nicht nach vorne. Und da 3-0. Und Alexander Scholz hat eine gelbe Karte kassiert. Also 64 Minuten gespielt. Burgstallers Doppelpack. Ich versuche schon die ganze Zeit nach vorne zu kommen, aber irgendwie wollen unsere Leute nicht singen. Und wieder macht Schalke einen Wechsel. Und wir wechseln auch mal. Irgendwie ist bei uns echt der Wurm drin. Amiri geht nach hinten. Und Bika Kik geht runter. Und dafür kommt Vogt rein. Gleich zwei frische Spieler kommen jetzt in die Partie. Ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Ist das irgendwie Pech? Oder hat unser Team nach der UEFA Champions League irgendwie ein bisschen an Schwung verloren? Ab am Flügel und verliert wieder den Ball. Burgstaller wieder am Vorwärtsangriff. Ich gebe es ganz offen zu, so eine Einwendung ist ja hier nicht gerecht. Ging etwas auf Offensiver. Und wieder macht Schalke einen Wechsel. Ja. Und Schipka. So ähnlich wie wir es erwarten, hat man das Spiel ja dann doch nicht ganz im Gegenteil. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Und er schießt. Ja, voll am Kassen vorbei, wieder Burgstaller. Sind mindestens 80 Minuten jetzt in der zweiten Halbzeit gespielt und wir, die Leute vom TSG, kommen einfach nicht nach vorne. Abseits, unsere Chance total vergeigt. Ich kann es einfach nicht glauben, was aus TSG jetzt geworden ist, aber dieses Spiel gehört in die Kategorie. Da wird doch einfach der Hund von der Katze gejagt. So kann ich mir das vornehmen.
Ja, Nöbel konnte den Ball ganz schnell fangen, schnappen, bevor wir schießen konnten. Einfach kein Biss, kein Kampf. Dieses Spiel ist wirklich. Und wieder greift Schalke an. Wieder Abschluss von uns. 3 Minuten drauf, aber ich glaube, das können wir nicht mehr auf. Schaffen. Also wir haben dieses Heimspiel leider verloren. Also die Fans von TSG, die 24 oder 80 oder 45.000, die reingekommen sind, davon noch ein paar Schalke-Fans. Die Schalke-Fans freuen sich, haben gegen TSG Hoffenheim gewonnen, 3:0. Und die Heimmannschaft TSG muss diese Niederlage jetzt leider verkraften. Das ist einfach nur traurig. Nur traurig. 4 Versuche, 2 Tore hat Burgstaller gemacht. Also. Das ist einfach für uns nicht akzeptabel. Dafür hat Alexander Scholz sogar noch die gelbe Karte kassiert. Wir bleiben trotzdem auf Platz 2, weil RB Leipzig und Werder Bremen RB Leipzig noch nicht gespielt hat. Eine neue Trainingssession. Deuter werden mal trainiert. Alexander Stolz braucht mal ein bisschen mehr Pep. Wir haben eine Nachricht im Postfach. Felix Udiokai schreibt: Ich habe erwartet eine größere Rolle im Verein, so wie es zum Zeitpunkt meiner Verpflichtung ausgemacht war. Bisher hatte ich keine Chance, diese Rolle zu übernehmen. So, bis jetzt drin. Alexander Stolz war alles als gut, aber er muss drin bleiben. Er muss mehr trainieren. Wäre nett. Runter. Auch eine große Enttäuschung. Wenn welche mich in den Kommentaren haten wollen, dann schreibt mir in den Kommentaren, was soll sich hier ändern? Wie soll ich sie noch umbauen? Gebt mir endlich mal eure Meinung, was sich hier ändern soll. Dann würde sich das Team auch ein bisschen mehr anstrengen.
Uso hast ja, Mano, gut gespielt. Aber dafür kommt jetzt wieder Eggestein rein. So. Demirbay ist jetzt Kapitän. Das übernimmt Demirbay. Bin kurz übernimmt das. Lorenzen übernimmt das. Rechts übernimmt Eggestein. Und Lorenzen oder hier Alexander Schulz oder Elfmeter übernimmt Abraham. Wollen wir etwas weiter, also simulieren. Wir haben eine Nachricht. Steffen Suber ist wieder fit. Kann für die erste Mannschaft wieder mitspielen. Aber er bleibt erstmal auf der Bank. Wollen erstmal etwas schonen und das ist auch gut so. Nochmal gucken. David Melot, Potenzial 63, 96. Jonathan Faure 65, 81. Der muss noch trainiert werden. Abschlussbericht. Hier sind noch mal alte Nachrichten. Gucken, ob wir irgendwo noch Transferzentrale. Zu teuer. Die kommen alle in der Winterpause zu uns. Ich hoffe, das bringt was. Wollen noch mal was vor. Gesamtsteiger Philipp Penke verloren.
Lukas Ribeiro hat eine Frage an uns. Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig Spielzeit. Kommt rein. Einwechselbank. So, das nächste Spiel ist ein Auswärtsspiel gegen Wolfsburg. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei, um mich tagkräftig zu unterstützen. Es sind ja nicht mehr viele Spiele. Noch 4 Spiele und dann ist die Wintertransferphase und dann werden viele unserer Kollegen verkauft. Und welche werden wieder zurückkommen und welche werden ins Team aufgenommen. Dann werden wir ein bisschen stärker sein. Also das war's von mir. Vergiss nicht, ein Like auf dieses Video zu lassen. Und wie gesagt, abonnieren, Glocke aktiv lassen, Kommentar in die Kommentarenbox schreiben. Und jeden Kommentar, den ich sehe von euch, wird diese Mannschaft noch verbessern zum Rest dieser Bundesliga-Saison. Also das war's nun von mir. Ich wünsche euch noch ein... Wir stehen jetzt auf Platz 4 nach einem unverhofften weiter scrollen, also simulieren. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es gerade nicht so, aber trotzdem. Der Sieg geht an Schalke, also Schalke verdient. Wir waren ein bisschen unvorsichtig, also das war's nun von mir. Und vergesst nicht, haltet immer die Augen offen. Und haut rein. Euer Blue Eyes Lead Dragon.